Fragen wir nach bei unserem Korrespondenten Torben Börgers in Washington. Wie ist denn nun die Stimmung in den USA? Also ist das auch im Supermarkt und in der Nachbarschaft Gesprächsthema Nummer eins? Also ich würde sagen, in den Großstädten und an den Küsten schon, wie es auf dem platten Land aussieht, das vermag ich nicht zu sagen. Und wir haben es im Beitrag gesehen, besonders groß ist die Aufregung in den Geburtsorten von Joe Biden und Kamala Harris, also in Scranton, Pennsylvania und in Oakland, Kalifornien. Und die Stimmung da, die schwankt so ein bisschen zwischen Erleichterung und Sorge. Auf der einen Seite sind die, die sagen, naja, jetzt ist die Chance da für einen Neuanfang. Und auf der anderen Seite hat auch so manch eine Angst davor, was da jetzt kommen könnte. Denn Joe Biden war tatsächlich sehr beliebt und es wurden ihm auch immer noch von vielen gute Chancen eingeräumt. Worin sich alle einig sind, ist, dass ihm großer Respekt gebührt dafür, dass er das Wohl der Partei über das Wohl seiner eigenen Karriere gestellt hat und jetzt eben diesen Weg frei macht. Dann schauen wir doch genau darauf, auf die Beliebtheitswerte von Harris. Die sind ja bislang eher bescheiden und außerdem sehen die Republikaner sie auch nicht wirklich als Konkurrenten. Wie ist da deine Einschätzung? Also welche Chancen hat Harris gegen Trump? Also ihre Chancen, Präsidentin zu werden, die sind nicht ganz leicht einzuschätzen. Denn der Wahlkampf geht ja jetzt quasi noch einmal von vorne los. Ihr wird zugetraut, viele Stimmen zu sammeln von Frauen, von Schwarzen und von Latinos. Aber ob das am Ende für den Einzug ins Weiße Haus reicht, das ist die große Frage. Es könnte, wie so oft in der Vergangenheit, auf einige wenige tausend Stimmen in einigen wenigen entscheidenden Bundesstaaten ankommen. Und auf die werden sich jetzt wahrscheinlich beide, Harris und Trump, wenn sie es denn wird, im Wahlkampf konzentrieren. Und die nötigen finanziellen Mittel, die scheint Kamala Harris dafür zu haben. Es gab gerade erste Meldungen, dass sie schon jetzt bis zu 50 Millionen Dollar eingesammelt hat an zusätzlichen Spenden. Und wir haben es ja auch eben im Beitrag gehört, die Delegiertenstimmen wandern ja nicht automatisch zu Harris. Was sind denn die nächsten Schritte? Ja, in der Tat sind jetzt alle Augen auf den bevorstehenden Nominierungsparteitag der Demokraten gerichtet. Der soll in 4 Wochen beginnen in Chicago. Und da braucht Kamala Harris die Mehrheit der 4000 Delegiertenstimmen. Die hatte Joe Biden sicher, aber in der Tat, er kann sie nicht einfach weitergeben, sondern die Delegierten sind jetzt frei in ihrer Entscheidung. Und falls es da Gegenkandidaten geben sollte, die brauchen 300 Unterschriften von Delegierten auf diesem Parteitag, um antreten zu können. Und diese Unterschriften, die können sie auch noch vor Ort einholen. So gesehen ist das Rennen also noch nicht gelaufen. Es ist aber gut möglich, dass die Partei sich vorab auf Kamala Harris einigt, um Chaos zu vermeiden und das Ganze absegnet in einer virtuellen Abstimmung und sie damit zur nächsten Präsidentschaftskandidatin der Demokraten macht. Es gibt aber auch Stimmen in den Reihen der Demokraten, die sagen, wir brauchen so eine Art Mini-Vorwahl, damit sie demokratisch legitimiert ist und nicht einfach nur so diese Kandidatur von Joe Biden erbt. Gibt es denn aktuell innerhalb der Demokraten eine ernsthafte Konkurrenz für Kamala als Präsidentschaftskandidatin? Nein, nicht wirklich. Im Moment läuft wirklich alles auf sie hinaus. Ihr Team hat noch am Abend zum Telefonhörer gegriffen und Hunderte von Parteitagsdelegierten angerufen, um sich deren Unterstützung zu sichern. Und mittlerweile haben auch sämtliche Parteichefs der Demokraten in den 50 Bundesstaaten sich hinter Kamala Harris versammelt. Und das Weiße Haus, das geht davon aus, dass es keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten geben wird. Aber ausgeschlossen ist das nicht. Und was hier auffällt ist, dass es zwei sehr hochrangige Demokraten gibt, die noch offen gelassen haben, wen sie unterstützen würden. Und das sind Nancy Pelosi und Barack Obama. Was könnte denn eine mögliche Präsidentschaft Harris für die USA bedeuten? Na, sie würde zunächst erstmal Geschichte schreiben. Sie wäre die erste Frau im Weißen Haus und dann auch noch eine Frau, deren Eltern nicht in Amerika geboren wurden. Politisch wird sich vielleicht gar nicht so viel ändern, denn zwischen Kamala Harris und Joe Biden, da gibt es keine allzu großen Unterschiede. Auch sie gilt als eine Demokratin der Mitte. Sie hat in der Vergangenheit als Bezirksstaatsanwältin sehr stark durchgegriffen, wenn es darum ging, Recht und Ordnung durchzusetzen, also Law and Order. Und diese Ähnlichkeit zu Joe Biden, die versuchen jetzt die Republikaner auszunutzen. Sie haben jetzt schon Wahlwerbespots geschaltet, in denen ihr vorgeworfen wird, mitverantwortlich zu sein für all die vermeintlichen oder tatsächlichen Missstände, die Joe Biden angerichtet hat.
Dann schauen wir noch kurz auf Joe Biden. Die Republikaner gehen ja jetzt noch einen Schritt weiter und fordern nach Bidens Rückzug aus der Kandidatur, dass er nicht nur davon zurücktritt, sondern auch noch das aktuelle Amt abgibt als Präsident. Ist das eine reale Option? Das ist jetzt die große Frage. Ist Joe Biden so etwas wie eine Lame Duck, eine lahme Ente? Er selber sagt nein und will auf jeden Fall weitermachen. Morgen trifft er zum Beispiel Benjamin Netanyahu aus Israel. Der ist auf dem Weg hierher nach Washington. Da geht es um eine Waffenruhe für Gaza und eine mögliche Freilassung der Geiseln dort. Die Republikaner sagen, wer nicht in der Lage ist zu kandidieren, der ist auch nicht in der Lage zu regieren. Davon will Joe Biden aber im Moment noch nichts wissen. So, also die Einschätzung von Torben Burgers. Vielen Dank nach Washington.